ihr schon in der Folge 6 hier auf dem Channel angekündigt, war ich auf der Bauma und auf der IAA, weil ich ja auf der Suche nach einem neuen Tiefbettauflieger war. Und genau den habe ich gefunden und den werden wir heute in dieser Folge holen. Da wir ja in meinem kleinen Fuhrunternehmen sehr viel Boote und sperrige Teile fahren, war ich auf der Suche nach einem zweiachsigen Tiefbettaufleger. Und mir waren folgende Faktoren besonders wichtig. Er muss im Bett Platz für einen 40-Fuß-Container haben. Er muss unbedingt eine niedrige Ladehöhe haben. Pendelachseln sind ein Muss. Er muss von der Handhabung her praktisch und leicht zu hantieren sein. Er muss ein hohes Qualitätsniveau haben. Er muss unbedingt ein niedriges Eigengewicht haben. Und zu guter Letzt ist mir wichtig, dass der Produzent des Aufliegers ein gutes Servicenetz in ganz Europa hat. Die Entscheidung fiel auf Scheuerle, denn genau hier bei den Jungs und Mädels natürlich auf, fühle ich mich mit meinen Wünschen richtig aufgehoben. Mein Fahrer, Kjartan und ich sind zur Auslieferung von unserem neuen Tiefbettauflieger, dem Eurocompact U9, zur Produktionsstelle von Scheuerle nach Fedelbach gefahren. Aber bevor wir uns unseren neuen Tiefbettauflieger hinter unseren 77er spannen, wollen wir doch erstmal sehen, was es hier sonst noch alles in den Produktionshallen von Scheuerle so gibt. Wer sich mit dem Schwertransport auskennt, für den ist der Begriff TII Scheuerle bestimmt kein neuer Begriff. Denn schon 1956 erfand Willy Scheuerle die hydraulisch abgestützte Pendelachse. Und im Jahre 1983 liefert man das erste SPMT-System aus, was heute zu einem Synonym von selbst angetriebenen Schwerlasttransportern geworden ist. Durch das Containermaß von 2 Metern und 43 in der Breite wurde es möglich, dass sich die SPMTs mit Hilfe eines Standard-Container-Flatracks in kürzester Zeit auch zu den entlegensten Einsatzorten weltweit transportiert werden konnten. Wenn Großbauteilehersteller Blöcke von ungefähr 300 Tonnen damals fahren konnten, war es ab sofort möglich, Blöcke von bis zu 1000 Tonnen zu transportieren. Genau das war damals schon eine Riesenansage. Und dadurch erhielt Scheuerle damals schon den Weltrekord vom schwersten Transport. Und genau den hat Scheuerle auch heute noch. Der Transport von einem ausrangierten Boot in Norwegen von sage und schreibe 230 Metern Länge und einem Gewicht von 20.300 Tonnen. Der helle Wahnsinn. Echt spannend, hier durch die Produktion laufen zu dürfen und zu sehen, wie ein SPMT entsteht. Die Dinger nehmen per Achslinie bis zu 60 Tonnen auf und können im Prinzip unendlich miteinander verbaut werden. Und genau da, glaube ich, kommt auch das Slogan von Scheuerle her, Move the World. Die SPMTs werden, wie gesagt, hier in Fedelbach produziert, genau wie unser Tiefbettauflieger, der Eurocompact U9. Und den gibt es ja als 2- und 3-Achser. Und darüber hinaus natürlich auch in den verschiedensten Farbvarianten nach Kundenwunsch. Die Pendelachseln, die ich ja unbedingt haben wollte, haben für mich mehrere Vorteile. Erstens hat man keine starre Achse und dadurch nur eine sehr geringe Verschränkung, da jede Seite unabhängig von der anderen arbeitet. Zweitens ermöglicht uns die Pendelachse, den Tieflader um bis zu 65 cm anzuheben und somit Verhindernisse zu überqueren. Und drittens hat man zwischen den Achseln einen richtig schönen tiefen Graben. Raus aus der Produktion und zurück zu unserem Tiefbettauflieger, der vor der Halle auf uns wartet. Als Hauptzugmaschine für unseren neuen Tiefbettauflieger dient mein guter alter dreiachsiger Scania 77. Und mit der Hilfe von dem Serviceteam spannen wir uns den neuen Eurocompact hinter unseren alten Schweden.
Alle Funktionen und Möglichkeiten werden uns genauestens von dem Serviceteam präsentiert. Und eins meiner größten Kriterien war ja auch, dass der Trailer oder Auflieger ja von der Handhabung her leicht sein soll. Und genau das ist er. So ist zum Beispiel die Verriegelung des Auszugs in rostfreiem Stahl hergestellt und benötigt keinerlei Verlängerungen oder Werkzeug, um sie zu öffnen. Der Hauptsicherungsbolzen des Schwanenhals braucht nicht entlastet werden, um ihn zu entnehmen. Die Luft- und Hydraulikschläuche liegen nicht innen im Schwanenhals, sondern außen und werden alle über eine und dieselbe rostfreie Kupplung getrennt. Die Auffahrrampen sind aus stoßfestem Plast und können bis zu 30 Tonnen ab und sind innen im Schwanenhals montiert. Und genau das heißt, wenn man den Schwanenhals demontiert und nur 1 oder 2 Meter vorfährt, braucht man die Auffahrrampen nicht so weit schleppen. Wir sind ja heute mit 2 Fahrzeugen hier, da ich ja mit meinem 8x8 nach der Auslieferung des Tiefbettaufliegers weiter in den Süden muss. Und genau den 8x8 nutzen wir jetzt erstmal als Ballast, um hier auf dem Platz von Scheuerle ein paar Testrunden zu drehen. Mit einem Auszug von ungefähr 3,5 Metern drehen wir, wie gesagt, hier auf dem Platz ein paar Runden. Und nach der Durchquerung einer Pfütze fällt mir auf, dass der Eurocompact fast genau die gleiche Spur in der 90-Grad-Kurve einnimmt wie unser 77er. Und genau das will man. Schnell wieder entladen und dann ist der nette Herr vom TÜV dran, damit wir unsere Genehmigung bekommen, um auch mit extra breit und extra lang in Deutschland fahren zu können. Und dann geht es ab in den Norden, ab nach Schweden, damit wir mit unserem neuen Eurocompact endlich auf Achse kommen können. Wenn du Bock hast zu sehen, was wir wo in die Welt hin kutschieren mit unserem neuen Eurocompact, dann like und subscribe, dann sehen wir uns schon bald wieder hier auf dem Channel, wenn es losgeht. Bis bald und moin hier aus dem hohen Norden.